Außerdem, wer vielleicht von euch auch World of Warcraft spielt und unsere Gilde will, wir sind auf dem Server Mal'Ganis und unsere Gilde heißt dort Glut der Erneuerung. Also ihr könnt einfach dann eine PN schreiben und dann werdet ihr eingeladen. Ah yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, heute wird das kein Live-Commentary oder sowas in der Art, sondern es wird ein ganz normales Commentary. Ich möchte so ein paar Infos loswerden, so ein paar Sachen erzählen, was ich in nächster Zeit vorhab und wie das jetzt alles so auf meinem Kanal weiterläuft, weil ich möchte jetzt einfach mal wirklich offen drüber reden und nicht immer nur mit so hingeschissenen Gameplays und so einem Kack. Im Hintergrund seht ihr gerade ein Survival Games auf der Hive. Das war eigentlich ganz gut, aber ja, ihr werdet schon sehen, es hat was mit diesem Teampartner hier zu tun. Und die zweite Runde, also das wird circa ein 6-Minuten-Video. Die zweite Runde ist ein, was ist denn die zweite Runde überhaupt? Ach, genau, das ist ein Ender Games Video. Oh, Ender Games eben. Ja, wie gesagt, Leute, Facecam ist da oben, normalerweise, weil im Gameplay habe ich jetzt ja keine drinnen gehabt. Ja, eine Facecam wird da sein, weil eine Facecam immer eigentlich ist. Ja, also was ich jetzt derzeit so auf meinem Kanal bringe, ist ja eigentlich nur so dahingeschissen, sag ich mal. Es ist jetzt irgendwie nicht so, wo man jetzt sagen könnte, so, boah, geil, geiles Konzept oder so ein standfestes Projekt, würde ich jetzt mal sagen. Meiner Meinung nach ist es einfach nur eben derzeit Minecraft PvP und das war's eigentlich jetzt schon. Was kommt denn eigentlich so immer? Also es kommen meistens solche Kack-Info-Videos wie das hier jetzt. Und ehrlich gesagt, ich würde dann deabonnieren, weil ich möchte jetzt auch nicht nur Infovideos angucken. Ich meine, Information ist gut, aber das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen zu viel. Ich möchte einfach demnächst mal gucken, welche YouTuber, also nicht, dass mich jetzt Leute fragen, die nicht kein YouTube machen, irgendwie in irgendeiner Weise an einem Projekt Bock haben. Zusammen, ich habe jetzt mal Pixel Battle und Labersack gefragt, jedoch, die haben ja jetzt so ein Projekt. Vielleicht, oh, ich muss schauen. Ich kann so ein paar Leute mal anschreiben und fragen, ob sie überhaupt so Bock hätten. Und ich weiß nicht, ob auch Abonnenten hier sind von Minecraft Nilo. Der macht auch so ein Projekt mit einem Modpack und da hat er die Zuschauer gefragt, die eben YouTube machen. Und da habe ich mir so gedacht, so, soll ich da jetzt mitmachen? Oder, beziehungsweise soll ich mich dafür jetzt überhaupt bewerben, hier mitzumachen oder nicht? Ich denke mir so, ich glaube, es ist ganz cool, weil man einfach auch ganz, ganz viele neue YouTuber kennenlernt, die man vielleicht jetzt noch nicht kennt. Und da kann auch mal eine gemeinsame Aufnahme und sowas entstehen. Und ich finde die Aktion von ihm wirklich cool, weil er da auch wirklich seine Zuschauer mit einbaut. Ich werde da mal gucken, ob ich mich da bewerbe und was der Nilo so dazu sagen wird. Ja, hier hätte ich jetzt fast meinen Teampartner getötet und jetzt kommt gleich so ein trauriges Ende. Auf jeden Fall, also nur zur Info, woher ich das weiß, ich habe hier auf meinem Bildschirm läuft das Gameplay gerade ab, damit ich auch dann weiß, wie das so läuft. Ja, bin ich leider gestorben. Das ist jetzt die Ender Games Runde. Und Leute, ich habe eine Frage an euch. Ja, oh, kacke. Ich habe da wohl oben gerade eine Facebook-Benachrichtigung bekommen. Habe ich jetzt erst jetzt entdeckt. Die werde ich dann zensieren, weil das ist privat. Und. Ich dachte mir so, Leute, soll ich vielleicht, wenn ihr da Lust und Interesse dran habt, einen Real-Life-Kanal machen. Einfach so, wo ich vielleicht täglich Vlogs mache, wo ich
ja, wo ich einfach das zeigen kann, was jetzt vielleicht nicht so auf einem Game im. Ich kann nicht mehr reden. Was vielleicht jetzt nicht unbedingt auf einen Gaming-Kanal passt, einfach mal so Sachen, was ich so unterm Tag mache, was ich einfach, wenn ich gerade Langeweile habe und einfach jetzt keine Zeit habe, zum Beispiel wenn ich in der Stadt bin und ich jetzt keine Zeit habe, hier einfach so auf der Straße ein Let's Play aufzunehmen, einfach mal einen Vlog zu machen oder ein Follow Me Around oder irgendwie sowas. Wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben mit dem Hashtag RL-Kanal. Das wird jetzt hier eingeblendet. Also wenn ihr das wollt, könnt ihr dann Hashtag gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, also ich werde jetzt mich echt bemühen, ganz, ganz viele Videos immer zu machen. Ich bin jetzt ja derzeit nicht am Arbeiten. Ich bin jetzt eigentlich die meiste Zeit zu Hause. Und ja, also eigentlich wollte ich ja ein World of Warcraft angespielt hochladen. Ach so, ich dachte irgendwie gerade, bei uns hat es geklingelt. Oh nein, das Gameplay ist gleich zu Ende. Jetzt muss ich es auch noch zurückspielen, weil, ja, Mann, ich wollte noch weiterreden. Auf jeden Fall, ich werde noch ein WoW angespielt irgendwann mal hochladen, weil ich einfach dieses Spiel eines der Spiele ist, die ich privat suchte. Das spiele ich einfach die meiste Zeit. Obwohl Minecraft eigentlich mein Lieblingsspiel ist, aber ich mag auch wirklich World of Warcraft mega gern. Ich mag das ganze Konzept einfach. Und ja, ich weiß, es gibt vielleicht viele World of Warcraft-Hater, aber wisst ihr was, Leute? Die Leute, die World of Warcraft haten, die müssen das Video ja nicht angucken. Gibt ja zig andere Leute, die was anderes machen. Also werde ich dann nochmal ein neues Angespielt hochladen und. Ja, außerdem, wer vielleicht von euch auch World of Warcraft spielt und unsere Gilde will, wir sind auf dem Server Mal'Ganis und unsere Gilde heißt dort Glut der Erneuerung. Also ihr könnt einfach dann eine PN schreiben und dann werdet ihr eingeladen. Ja, es sind noch ganz viele andere YouTuber dabei. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das von dem Video heute schon wieder. Ging ja jetzt ziemlich schnell. Morgen werde ich dann. Ah ja, genau. Ich wollte ja noch ein Follow Me Around machen. Das heißt, ich werde heute mal oder morgen mein Zimmer aufräumen, weil das sieht hier aus. Und dann einfach mal ein Follow Me. Ah, was rede ich hier eigentlich, eine Roomtour machen? Ey, sorry, ich bin irgendwie heute total verpeilt. Ich werde eine Roomtour auf jeden Fall machen für meine 300 Abonnenten. Ja. Wie gesagt, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben. Vielleicht knacken wir die 10 Likes. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.